Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute begeben wir uns auf eine Expedition durch die Neuheiten der Beauty-Branche. Und zwar habe ich hier einiges von Lookfantastic zugeschickt bekommen, außerdem habe ich bei Pat McGrath geshoppt. Das müssen wir ausprobieren. Und ich habe noch das ein oder andere von BH Cosmetics mir gekauft. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich starte einfach mal mit der Miracle Cream von Revolution Pro. Das ist ein sehr, sehr gehyptes Produkt und ein sehr reichhaltiger Primer, den ich auch einfach gut jetzt gebrauchen kann, weil ich werde im Anschluss eine Foundation verwenden, die irgendwas mit Matt im Namen trägt und da muss ich einfach vorsorgen mit meiner trockenen Haut. Es ist nämlich von NARS die Soft Matte Complete Foundation und ich habe sie in der Farbe Yukon Light 2.5 mir bestellt und hoffe einfach mal, dass das Ganze auch funktioniert. Ich habe natürlich alle Produkte in der Infobox verlinkt. Ich schüttel die jetzt einfach mal prophylaktisch. Schön mit Fettfingern an diese matte Verpackung. Huch, da kommt die schon rausgeschossen. Es ist hier einfach auch gerade sehr, sehr warm. Okay, die Farbe könnte wirklich gut hinhauen. Oh, Mama Mia, Claudi. Da ist es dir aber ganz positiv reingefegt. Nix verschwenden auch. Die Foundation, die gerade auf den Tisch getropft ist, wird verwendet. Holla. Eine wirklich extrem krasse Deckkraft, Leute. Das zaubert jeden Pickel, jedes Muttermal, jede Sommersprosse weg. Wenn ihr übrigens einen Foundation-Test von mir sehen wollt, von High-End Foundations, da habe ich jetzt letztens mal 10 Stück gegeneinander antreten lassen, kann ich mal im i verlinken. Ich muss mir die aber definitiv mit einem Schwämmchen einarbeiten und diesen Riesen-Oschi habe ich mal von der lieben Marion geschenkt gekriegt. Das ist wirklich eine Foundation, die ich mir gut vorstellen kann, wenn man ein Event hat oder ähnliches, dass man die trägt, um da einfach eine perfekte Haut zu haben. Ne? Ich sehe definitiv in meinem Gesicht, dass sie wie Foundation aussieht. Ne? Also ich, wenn ich nah rangehe, dann sehe ich das. Aber jetzt so aus der Entfernung und so, das ist eine wirklich krasse Geschichte. Wahnsinn. Also die kann man sich angucken, wenn man wirklich Bock auf Full Coverage hat und nicht so ein Fan von Glowy Foundations ist oder so. Wird auf jeden Fall bleiben und ihren Einsatz bekommen. Und da sind sogar 45 ml drin. Dadurch rechnet sich der Preis natürlich auch. Ne? Hier habe ich jetzt von Revolution IRL In Real Life Filter Finish Soft Matte Concealer. Irgendwie habe ich es heute mit Matte. Habe ich in der Farbe C1. Schaut auch auf jeden Fall mal bei Lookfantastic vorbei, denn da könnt ihr jetzt gerade mit Claudi Welt richtig absahen. Also das ist generell gerade Summer Sale Zeit. Und dann habt ihr, wie gesagt, nochmal mit Claudi Welt. Das ist mein Code für euch. On top einen richtig hohen Rabatt. Das kommt immer ganz auf die Produktkategorie an und auf die Produkte, ne? Aber es ist immer der höchstmögliche Rabatt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch super gerne über die Links in meiner Infobox bestellen, denn das sind Affiliate-Links und dadurch bekomme ich dann eine kleine Provision. Richtig großartig, dass ich hier bei 32 Grad Außentemperatur mir ein mattes Full-Face schminke offensichtlich. Holla die Waldfee. Auch hier nehme ich mir mal das Schwämmchen, um den Concealer etwas einzuarbeiten. Ich sehe gerade, ich habe auch keinen Lidschattenprimer, deswegen ja, nehme ich auch den Concealer als Lidschattenprimer. Sitzt zum aktuellen Zeitpunkt wirklich gut. Hätte ich nicht erwartet bei einem matten Concealer, ne? Weil die Foundation hat mir ja nicht so gut gefallen. Jetzt habe ich hier eine Neuheit von Pat McGrath Labs. Da habe ich mir diesen neuen Blush Stick bestellt in der Farbe Paradise Peony. Ne? Das ist von außen eine super billige Verpackung. Aber von innen hoffe ich, dass das Produkt gut funktionieren wird. Ich gebe mir das gerne immer so auf meinen Pinsel, meinen Foundation-Pinsel. War das zu viel? Nein! Auf jeden Fall sorgt er dafür, dass in mein Gesicht wieder ein bisschen Frische und Lebendigkeit reinkommt, ne? Also ein bisschen Glow und rosa Farbe, wobei das ist ja eher... Weiß ich nicht, bist du rosa? Peony, ja. Aber sehr... dezent eigentlich, ne? Für Pat McGrath ist das dezent. Tatsächlich finde ich, dass sich dieser Blush auch so gut mit der Foundation verbindet und verträgt, weil das, was die vielleicht an manchen Stellen auf den Wangen zu matt gemacht hat und zu Poren betonend in Anführungsstrichen, zeichnet dieser Blushstick jetzt einfach extrem weich und lässt es super schön aussehen. Ich bin gespannt, wie das gleich aussieht, wenn ich das abpuder. Denn da kommen wir jetzt zu einem weiteren Produkt von der lieben Pat. Moment, einmal kurz nochmal so, dass ich jetzt kein
gecreasten Concealer-Sette. Das habe ich schon mal aufgebraucht, liebe ich. Das ist dieses Under Eye Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder. Das ist super weich gepresst und befindet sich hier drin. Ne? Das ist so großartig. Ich kann da nur von schwärmen. Ich gehe das aufnehmen mit meinem Schwämmchen, ne? Und gebe mir das dann unter die Augen, um da halt einfach den Concealer zu setten. Voll krass. Witzig. Also das, was ich halt vorher hatte, war viel weicher gepresst. Interessant. Nee, das liegt tatsächlich daran, dass die Oberfläche super hart ist, aber ich habe sie jetzt ein bisschen angekratzt. Und dann ist das Ganze nämlich super, super puderig. Und das fand ich so großartig. Also im Prinzip so ein Zwischending zwischen losem Puder und gepresstem Puder, ne? Mag ich wirklich gerne leiden. Dann habe ich hier von Laura Mercier eine Neuheit. Also aktuell bringt wirklich jeder und seine Mutter ein rosa Puder raus, so auch Laura Mercier. Wir kennen ja alle dieses Translucent Powder und die hat jetzt halt das Translucent Loose Setting Powder Tone Up in der Farbe Rose rausgebracht. Haben wir hier mit so einem Öffnungs-Inlay. Wow, glaube ich. Ernsthaft. Und dann nehme ich jetzt hier auch den Pinsel. Arbeite das Produkt in den Pinsel ein, klopfe den Pinsel ab, zeige euch aber nochmal das Puder, was mich von der Farbe weniger an rosa als an peachy erinnert. Aprikot. Und damit wird das Gesicht gesettet. Ich brauche tatsächlich nicht viel, also das, was hier im Deckel drin war, ist wahrscheinlich zu viel. Das kann ich dann gleich zurückkippen, weil die Foundation ist ja schon matt und der Concealer ist schon matt. Und dann will ich es jetzt nicht übertreiben, ne? Sonst sehe ich aus wie die Wüste Gobi. Also dieses Puder nimmt dir jedes Müh-Glanz weg. Ne? Das ist jetzt auch vom Blush nicht mehr vorhanden. Doch ein ganz kleines bisschen vielleicht, wenn man dran glaubt. Aber ansonsten, boah, auch wieder eine schöne Sache. Ich sehe einfach weich gezeichnet aus, habe aber irgendwie nicht so dieses optische Gefühl, dass ich geschminkt wäre, was ich gut finde. Noch so ein Produkt von Pat McGrath. Da habe ich hier den Divine Bronzer. Habe ich mir in der Farbe Naked Desire gekauft. Der war, oder generell war da auch Sale und Sets und hast du nicht gesehen. Schade finde ich wirklich bei Pat McGrath, dass wir die Umverpackung immer in so wunderschön und poppig haben, aber das innen drin ist halt dann sehr zurückhaltend, was natürlich auch irgendwie edel aussieht, aber naja, sehr kühl, sehr hell, sehr schönes Pressing drin, was ich euch gar nicht gezeigt habe. Entschuldigung. Diese Krone ist wirklich beautiful, ne? Und dann doch, man sieht ihn. Ich hatte gerade erst ein bisschen Angst gehabt, dass man ihn auf meinem Gesicht nicht so sehr sieht, aber doch. Hä? Vor allem kommt er gerade hier ziemlich rötlich raus. Crazy. Aber irgendwie gefällt mir, was der so mit meinem Gesicht macht, ne? Der lässt den Blush nämlich jetzt auch wieder ein bisschen mehr hervorkommen, aber gibt trotzdem diesen leicht gebräunten Effekt. Mir persönlich, finde ich, steht der schon. Also, schöner Bronzer. Bronzer. Bleibt aber auf jeden Fall in seiner Verpackung, weil ich die überragend schön finde. Nun brauchen wir auf jeden Fall einen Highlighter. Da habe ich hier diesen hier von MAC. War, glaube ich, eine Limited Edition, oder? Wrapped in Gold Extra Dimension Skin Finish. Und das ist einfach hübsch. Mit diesen Schleifchen. Ich weiß nicht, ob das meine Farbe ist oder nicht. Wir gucken mal. Der hat nämlich so ein Schiff von Rosa zu Champagner. Mal gucken. Okay, ich glaube, ich habe hier gefühlt nur Glitzer auf dem Pinsel jetzt drauf. Der ist so grob glitzernd, den sehe ich ja von dieser Entfernung in meinem Spiegel. Ach, du ahnst es nicht. Oh Gott. Nee. Oh nein. Oh nein. Wie schade. Du bist doch ein Mann. Dieses Pressing hat mir so gut gefallen. Dieses Packaging. Aber nicht dieses Grobe. Ach Mann. Positiv ist halt dann irgendwie, du weißt nicht, ob es der Highlighter ist oder ob es Fallout von der Palette sein wird, ne? Ja, nee, schade. Die Augenbrauen mache ich jetzt fix mit dem Too Faced Super Fine Brow Detailer in der Farbe Taub. Den verwende ich jetzt nämlich, weil Too Faced auch ein weiteres neues Augenbrauenprodukt rausgebracht hat, welches ich gleich mit euch zusammen testen möchte. Ja, meine Augenbrauen sind wie immer nicht mal entfernte Verwandte, ne? Naja, wir verwenden jetzt von Too Faced das Fluff and Hold Laminating Brow Wax und Wax. Und da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so fest ist, ob das so laminierend ist. Und hier haben wir dann einmal den Spoolie. Das ist halt wirklich ein großer Spoolie. Okay. Riecht halt nach Augenbrauengel, ne? Also das ist schon mal spektakulär. Die lassen sich alle direkt hochstellen. Wow.
So könnte man die jetzt wirklich als Fluffy Brow bezeichnen, aber das sieht halt bei mir wie gewollt und nicht gekonnt aus. Und das ist halt wirklich so, dass die Augenbrauen sich direkt an die Haut legen. Das finde ich gerade spektakulär. Zack. Heftig. Leute, gutes Produkt jetzt so in der ersten Anwendung. Mal gucken, wie haltbar das ist. Also wie sehr es meine Augenbrauen danach auch an Ort und Stelle hält über die Zeit. Und du hast halt auch nicht zu viel Produkt dann irgendwie auf den Härchen oder so. Lässt sich schön verarbeiten. Das mag ich gerne leiden. Hoffentlich wird die nächste Sache auch eine krasse Geschichte. Und zwar habe ich hier von Anastasia Beverly Hills die Nouveau Palette. Mega heftig. Also ich immer noch, ne? Wenn Anastasia Beverly Hills Produkte in meiner Sammlung sind, ist es immer wieder mit einem Ah. Das haut mich wirklich um. Das ist echt krass. Und ja, die durfte ich mir jetzt aussuchen. Und ja, hier haben wir dann einmal die Töne. Und hier möchte ich eigentlich einen relativ simplen Look mit euch schminken. Mal gucken. Aber simpel heißt ja nicht langweilig. Deswegen holen wir jetzt erstmal die Einhörner raus. Mal gucken, ob das jetzt symmetrisch wird. Ich weiß es noch nicht. Ich nehme jetzt zuallererst den Ton Paloma. Das ist eigentlich irgendwie mit einem Schimmer drin. Keine Ahnung. So ein Eierschalenton. Und ja, Anastasia Beverly Hills Paletten sind eigentlich auch immer recht staubig, also muss man da ein bisschen aufpassen. Und damit sette ich jetzt einfach mal mein Lid. Ich nehme jetzt den Ton Wisteria, das ist dieses wunderschöne Lavendeltönchen, also die Pop of Color in der Palette. Und den setze ich mir einfach hier außen hin und auch in meine Lidfalte. Wunderschöner Ton, verblendet sich fast von alleine, muss ich wirklich sagen. Dann nehme ich mit dem gleichen Shader-Pinsel, ist übrigens aus dem BH Cosmetics, Le Shimmery Set, diesen Ton Muse auf. Das ist ein ganz dunkler Ton, der eigentlich schimmernd ist, aber vielleicht kriege ich das hin, damit das Lila etwas abzudunkeln. Deswegen blende ich mir den einfach mal hier außen hin und ziehe mir den auch ein bisschen in meine Lidfalte. Der Ton ist etwas schwieriger, weil es ist ja eigentlich eher ein Schimmerton und ich versuche den einfach gerade auch etwas zweckzuentfremden, aber ich finde, das sieht schon sehr spektakulär aus, ne? Hat was von Puppenaugen, krass. Mit Wisteria kann ich hier ja noch so ein bisschen die Kanten verblenden und das Ganze aussoften. Also die Töne sind jeder für sich halt wirklich schön deckend und verblendend. So schaffe ich das jetzt halt auch nochmal mit Paloma so ein bisschen an den Rändern zu korrigieren. Richtig, richtig heftig. So, der Moment der Wahrheit. Wie sieht das jetzt aus? Sind wir synchron? Naja, es geht. Ich habe ja gesagt, ich möchte einen relativ simplen Look machen. Man könnte jetzt nämlich kontrastreich sein und mit Hope und Wings arbeiten. Also die beiden grünen Schimmertöne, die sich in der obersten Reihe außen befinden. Ich möchte jetzt aber versuchen, das Ganze etwas harmonischer zu halten. Und deswegen gehe ich in den Ton Lily rein. Der hat so verschiedene Sparkles drin. Also eine kupferne Basis, aber irgendwie ganz aufregend. Und den setze ich mir jetzt auf mein bewegliches Lid. Das ist auch einfach mal was anderes. Und jetzt gehe ich auch aus meiner Komfortzone komplett raus, denn ich mache mir ein mattes Inner Corner mit dem Ton Paloma. Und außerdem mache ich ungefähr das, was ich oben auch schon gemacht habe, nämlich mit dem dunklen Ton Muse hier außen meinen unteren Wimpernkranz verdunkeln und das Ganze dann mit dem Ton Wisteria ausblenden. Das macht auf jeden Fall Sinn, finde ich. Ne? Das wiederholt sich dann auch. Ich hatte letztens auch mal so einen Look irgendwo auf Instagram gesehen, deswegen habe ich den jetzt mal so ein bisschen nachkreiert und ich finde, dass der einfach mal was anderes ist. Mag ich gerne leiden. Aber da habe ich jetzt auch noch Bock drauf. Ich nehme jetzt von Nabla so einen Cupid's Arrow, den habe ich in der Farbe Arrow Pop Lavender und der kommt auf die Wasserlinie. Und das war jetzt tatsächlich auch ein Look, den ich jetzt einfach mal in 10 Minuten schminken konnte, weil die Produkte sich auch so schön verarbeiten lassen. Ne? Gefällt mir sehr gut, ist sehr, sehr cool. Und jetzt kommt noch ein bisschen Eyeliner. Da habe ich hier von BH Cosmetics den Iconic Flick Ink Feld Liner. Das ist dieser hier. Den habe ich letztens neu, ich glaube, bei DM gekauft. Wird dann ja eine Filzstiftspitze haben, wie der Name schon sagt. Hat keine Kugel drin. Und dann schauen wir mal. Ja, der malt wirklich gar nicht mal so schlecht. Also ich finde, der malt sogar ziemlich gut.
Ja, also die Wings, die ich habe, sind definitiv sehr unterschiedlich. Ne? Egal, Augenbrauen unterschiedlich, Wings unterschiedlich. Dann machen wir auch erstmal Fixing Spray und dann gleich unterschiedliche Mascaras drauf. Wow. Ja, da habe ich von CRT London das Everyday Vacay. Da habe ich euch auch mein Full Face mit CRT London Produkten geschminkt. Als hätte man jeden Tag Ferien. Auch das ist irgendwie ein netter Produktname. Also ihr seht auf jeden Fall diese Highlighter-Situation gefällt mir definitiv gar nicht. Nun denn, so ist das, man. Dann wollen wir uns mal den beiden Neuheiten von BH Cosmetics widmen, nämlich Bold Ego Volume Mascara und Feathered Lash Lift and Lengthen Mascara. Ja, einmal so das komplette Gegenteil voneinander. Wobei die Bürstchen jetzt gar nicht so mega unterschiedlich sind. Klar haben wir bei der Bold Mascara ein sehr voluminöses Bürstchen und hier eher ein tannenbaumförmiges, aber beide sind Kunstfaser und ja, hier haben wir halt ein bisschen was Längeres. Riechen beide nach nichts. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich kann es nicht anders sagen. Mann, ja, schade, ne? Also, sie verkleben alle beide gar nicht. Das ist vielleicht für die ein oder andere Person ganz schön, aber ich, nein. Also, ich möchte mehr in diesem Look haben, deswegen nehme ich jetzt eine andere. Da bleiben wir doch bei der lieben Pat. Die hat nämlich hier mit Star Wars zusammen eine Kollektion gehabt, ne? Die Dark Star Mascara verwende ich jetzt einfach nochmal ein bisschen drüber, damit ich hier ein bisschen mehr aus meinen Augen machen kann, weil ich finde es schade. Die Dark Star Mascara hat übrigens auch ein Faserbürstchen und das ist erdnussförmig. Und das ist jetzt wirklich nur mal eine Schicht von der Dark Star drüber gegeben. Ändert für mich persönlich einfach schon mal einiges und ich finde, man sieht es halt auch einfach. Ne? Naja, okay. Lippen, Leute. Die Lippen sind jetzt nämlich der vorletzte Schritt des Ganzen. Da habe ich hier auch von Pat McGrath ein Lip Gloss, müsste das sein, in der Farbe Secret Lover Lust Gloss Lip Gloss. Ja, genau. Secret Lover ist dann wohl die Farbe. Ja, mal gucken. Ist auch so ein kühler Ton. Der Ton, Look ist auch kühl. Riecht ganz angenehm. Recht süß. Es fühlt sich tatsächlich, wenn man das aufträgt, erst so ein bisschen klebriger an. Aber es fühlt sich auf den Lippen gut an. Doch. Und es ist halt auch nicht klebrig auf den Lippen. Nee. Klebt nix. Keine Fäden, kein gar nichts. Mega. Und um den Look abzuschließen, öffne ich jetzt nicht nur meine Haare, weil die jetzt irgendwie auch so ein bisschen zu diesem wilden Look dazu passen, sondern ich habe hier auch ein Parfum von Jimmy Choo. Es hat einfach die formschöne Bezeichnung I Want Choo. Ja, sieht wirklich cool aus. Ich finde diesen Flakon sehr ansprechend, sehr edel. Und ja, habe die Kugel entfernt. Mist. Oh, das war schon der Sprüher. Sorry. Erstmal auf die Hand, oder? Oh. Also die Duftnoten hatten mich ja auch schon online sehr angesprochen. Das ist sehr floral, aber auch sehr halt schon schwer. Oh, aber überwiegend floral mag ich gerne. Ich glaube, da war auch irgendwas mit Jasmin mit dabei, ne? Da schreit mein Herz ja direkt, hallo, hier bin ich. Das kommt auch immer ein bisschen in meine Haare rein. Das mag ich einfach gerne leiden. Und ein bisschen mache ich hier auch noch hin. Man kann auch ein bisschen was davon nehmen. Und so hinters Ohr geben. Das verstärkt nochmal einiges. Mega, doch. Also das Parfum ist ein krönender Abschluss des Ganzen. Ja, tatsächlich haben mich zwei Produkte absolut enttäuscht, beziehungsweise drei. Das waren diese beiden Mascaras und der Highlighter leider auch. Ansonsten bin ich sehr positiv überrascht, sowohl von der Base. Der Look gefällt mir irre gut, weil das ist ja auch so komplementärmäßig, ne? Also ich bin ja mit grünen Augen unterwegs, grünbraune Augen und dann kommt halt sowas Lilanes sehr, sehr gut. Finde ich wundervoll. Schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei, wenn ihr möchtet. Da habe ich euch alle Produkte verlinkt. Ich fühle mich sehr wohl damit und werde damit gleich noch das ein oder andere Video drehen. Das heißt, vielleicht habt ihr diesen Look schon gesehen oder ihr werdet ihn noch öfter sehen. Und dann wäre es das hier auch gewesen. Ihr Lieben, denkt auf jeden Fall an den Code CLAUDIWELT. Da bekommt ihr aktuell bei Lookfantastic satte Rabatte. Ich riech's gerade. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ach so, die Augenbrauen sind hart. Schön, aber nicht schwer hart. Ein ganz tolles Augenbrauenprodukt. Mag ich wirklich gerne leiden. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.